erstmal darauf ein bisschen einstimmen. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Motorsportfreunde. Heute zu unserem 10. Rennen der Racing League E-Sport in Belgien. Gleiches Spiel wie die letzten Wochen auch. Wir sind kein volles Fahrerfeld. Somit wird das erste Qualifying auch schon übersprungen. Die Fahrer fahren jetzt eine Runde und dann schauen wir, wird's überspielen. So, wir fahren einfach mal eine Runde mit. Wir hoffen mal, dass wir eine Runde mitfahren dürfen, dass er nicht vorher schon abbricht. An Bord bei AZ. So, das kann ja spaßig werden. Mal schauen, ob wir das komplette Qualifying beziehungsweise dann auch im Rennen Regen haben. War eine schwierige Strecke, auch ohne Regen. Von daher wird es definitiv interessant werden, wie sich die Fahrer hier anstellen. So, bis auf vier Fahrer haben die restlichen Fahrer die Runde schon aufgegeben, beziehungsweise die Session aufgegeben. Booty hat auch die Session verlassen. Michel, Lord Dennis,
wird mit Sicherheit jetzt auch die Session verlassen. Und dann gehen wir auch schon in Q2 über. Aber sehr schön wieder zu sehen, wie die Liste nicht angeordnet wird. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja, läuft. Sehr schön gemacht, Gott Dennis. Und du einfach mal auf die Seite gelegt. Vier, fünf, sechs, sieben. Ah. So, zum Rennen sind wir allerdings auch drei Fahrer mehr, so wie ich gelesen habe. Zumindest ist so der Plan. Die schaffen es zum Qualifying nicht pünktlich. Von daher wird nach dem Qualifying noch mal ein kleiner Lobbywechsel stattfinden. Wenn alles gut geht, dauert das nur ca. 5 Minuten. Hallöchen Zuckerfee. Wie geht es dir? Und oh, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Nachträglich alles Gute? So, also mit 10 Fahrern, rein theoretisch könnten wir Q2 auch überspringen. Oh, dann herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich hoffe, du hast bisher schön gefeiert. Die 30 kommt nun nächstes Jahr. Ja, dicke Fede und so, ne? Ich hätte jetzt fast gesagt, bei mir kommt nächstes Jahr schon die 4 davor, aber nee, ich habe noch ein Jahr länger Zeit. Wenn es Corona zulässt, dann ja. Ja. Ich hoffe doch mal, dass wir nächstes Jahr um die Zeit nicht mehr davon sprechen müssen. Wäre schon angenehm. Servus Marquinho. Wunderschön. So, dann bleiben wir mal bei Booty. Wie gesagt, ich muss nochmal nachgucken. Es kann natürlich sein, dass wir Q2 auch überspringen. Weil mit 10 Fahrern braucht man eigentlich Q2 zu fahren. Genau, ich lese gerade, also rein theoretisch wollen sie überspringen.
ist dann halt nur die Frage, ob die drei Fahrer, die sich angekündigt haben zum Rennen, weil sie es zeitlich nicht schaffen, es dann zeitlich zum Rennen hinkriegen, wenn wir früher dazu da sind. Schauen wir mal. Wahnsinn, Liga 1 und dann nur 10 Fahrer im Feld. Okay. Kann man mal machen, muss man nicht. So, ich sollte mir vielleicht auch mal Kopfhörer aufziehen. So, Booty schon seit 47 Sekunden auf seiner Hotlap. Beziehungsweise seiner Zeitrunde, weil eine Hotlap wird es ja im Endeffekt nicht werden. Dadurch, dass das Qualifying übersprungen wird. So, trotzdem Sektor 2 Bestzeit von Booty. Könnte sogar sein, dass ich im Laufe des Rennens noch das Overlay kriege. Spannend. So, Booty in der 1,54, 1,11, Linus 1,53, 6,41. Dann haben wir Olli Olaf mit einer 1,54, 5,63. So, wenn ihr nebenbei vielleicht auch der Liga 2 noch zuschauen wollt, dann könnt ihr hier einfach mal noch reinschauen.
So, Miguel hat seine Zeit nochmal verbessert. 1,55. Dreamsy rollt hier aus. Axel aktuell auf Platz 1, der Teamkollege von Linus. Linus auf der 2, Booty auf der 3, Michel ist auf der 4, AC auf der 5, Olli, Olaf auf die 6, Miguel, Dreamsy 8, Marvin, ja Marvin genau, auf der 9 und Marco auf der 10. So, unter diesem Link findet ihr die Racing League eSport auch auf YouTube. Falls es euch interessiert, könnt ihr gerne ein Like bzw. ein Abo dalassen auf YouTube, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. So, nun Qualifying Nummer 3. So, und Q3. So, hier die aktuelle Fahrertabelle. Linus auf der mit 164 Punkten, auf der 2 sein Teamkollege Axel mit 157 Punkten, auf der 3 haben wir Janni 91 Punkten, auf Guti mit 78, Marco Linsky auf der 5 mit 58, Berg auf der 6 mit 56, Miguel mit 45 auf der 7, Olaf 40 Punkte. AC auf Platz 9 mit 39 Punkten und Dreamsy auf 10 mit 36 Punkten. Und die Teamtabelle nach aktuell 9 Rennen. Alpine Team mit 321 Punkten, 170 Punkte Vorsprung vor Platz 2, wo die McLaren sind. Auf der 3 haben wir dann Booty und Reese
in den E Petronas mit 101 Punkt. Und dann auf der 4 Bull 5 S 6 7 Alpha Tauri 8 Neo auf der 9 Williams und 10 Ferrari. So, was ist hier los? 10 Minuten noch. Einer der Fahrer ist raus. Oder hängt es bei mir, dass ich gleich rausfliege? Okay, gut. Ein Horstwechsel. Bin rausgeflogen. So, ihr wundert euch, warum ich das Spiel zumache. Das Spiel muss im zugemacht werden, da ja F1 noch ein paar Probleme hat bezüglich der Lobby, die zu wechseln. EA Sports, it's in the game. Wahnsinn. So, wie komme ich? Den Beitritt beantragen. Oh, oder? Wirtschaftsbeitritt. So, jetzt befinden wir uns wieder im Lobbybildschirm. So, oh, aber wir Vertrag Liga 2. Definitiv besseres Wetter. Ja.
So, das Ganze auch noch mal mit Sound. Wenn er denn laut genug ist. Hauptpilot, schnellster mit einer 1:43.979. Horizon fährt eine 1:45.697. So, Big Mo muss noch, fährt jetzt raus. Alonso muss auch noch. Hallo an Liga 1, herzlich willkommen. Hallo, viel Spaß bei euch, viel Erfolg an alle Fahrer da drüben. Und viel Spaß natürlich auch dir, Björn. Wie denn Spaß? Wir haben schon einige Ausfälle hier gehabt in Q1. Wir haben nur 12 Fahrer in Q2. Wie denn Spaß ist, voller Ernst. Ja. Kleine Diskussion haben wir gerade. Aber alles gut soweit. Ich wäre froh, im gesamten Rennen so viel Fahrer zu haben. Ja, mal schauen. Ich gehe mal davon. Ich will es nicht beschreien. Oh. Sind schon so viele ausgeschieden oder seid ihr nur zu 10? So, Big Mo jetzt auf seiner fliegenden Runde im Red Bull unterwegs. So, okay. Dann. Da bei uns. Und es regnet immer noch. Juhu, 13 Fahrer. Carona, einen wunderschönen guten Abend. Vielen lieben Dank für dein Follow und Willkommen. So, kurzes Qualifying. 17 Minuten. In diesem Qualifying geht es um alles. Was für ein Sauwetter. Gut, dass es bei uns trocken ist.
So, bis auf Lord Dennis, Cryptix, Leclerc und Marvin und Olaf sind schon alle auf der Strecke. Okay, Olaf ist auch rausgefahren. Cryptix hat übrigens eine Qualifying-Sperre, der darf auch gar nicht rausfahren. Beziehungsweise auf jeden Fall keine Zeit ablegen. So, alle auf Intermediates macht Sinn bei diesem Wetter. So, für Booty, für Michel zählt die Zeit auf jeden Fall jetzt. Miguel auch auf seiner Hotlap. Aber wir bleiben einfach mal bei Booty, der als erstes dann über Startziel kommen wird mit einer gültigen Zeit, sofern er sie nicht vorher ungültig haut. So, Sektor 1 auf jeden Fall Bestzeit für Booty. So, Michel relativ nah dahinter. So, letzte Schikane vor Startziel und die Zeit bleibt stehen bei 1:53.301. Michel 1:53.659. Olaf ist noch bei da, Dreamsy, Lord Dennis Outlap, Leclerc auch noch auf der Outlap, Marvin unterwegs. Marco leider mit einer ungültigen Runde. So, Axel 1:53.025. Linus 1:53.110. Guti, ja, hatten wir eben. Miguel 1:53.526. Michel hatte die 6:59. AC eine 1:53.717. So, ich hoffe. Der Aston behindert hier Olaf nicht. Ein 1:53.574. Dreamsy hat eine 1:56.563. Da geht noch was. Nein, Bones, jetzt nicht. Guten Abend, Bones. Was? Was? Ich habe gesagt, nein, ich leck dich jetzt nicht. Moin, moin. Ach ja, lass mich raten, du musst deine Punkte loswerden, was? Wahnsinn. Warum mute ich mich jetzt hier einfach? Servus Bones, na? Alles gut bei dir?
Oh ja, wir sind in Spa auf jeden Fall. So, Leclerc, Sektor 1, Purple. Marco geht in die Box zurück. Lord Dennis unterwegs in Sektor 3. Tage TÜV-Versuch Nummer 1. Ich drück dir die Daumen. So, also nach wie vor Axel mit 1,53,025 auf Platz Nummer 1. Und hier haben wir einen Fahrer, der wohl DNF gegangen ist. Oh ja, das sieht danach aus, als ob es die Boxeneinfahrt war. Sehr ärgerlich auf jeden Fall. Platz 6 aktuell für Olaf. So, Miguel mit einer 1,52,836, schnellste Runde. So, und nun fährt auch Marco auf seine Hotlap. So, Linus Kondert, 1,52,680, schnellste Rennrunde jetzt von ihm. Ärgerlich, wieder eine ungültige Runde für Marco. Der Regen scheint stärker zu werden. Ich habe gehofft, dass er vielleicht ein bisschen schwächer wird. So, Leclerc 1,53,521 bleibt auf Platz 5. Es regnet schon die ganze Zeit hier in Spa. So, wir sind gespannt. Axel, Kondert, geht er vorbei an Miguel? Oder bleibt es für ihn sozusagen aktuell erstmal nur auf Platz 3? Wir sind gespannt. So, Sektor 2, Purple.
Tempo, Schikane und Vollgas. Jetzt sind wir gespannt, wo bleibt die Zeit stehen? 1:52.577 setzt sich vor Linus. So, aktuell noch ohne Zeit Marco. Wie gesagt, Cryptix hat eine Quali-Sperre. Sobald Marco auf seiner Hotlap ist, werde ich zu ihm rüber schalten. So, hier AC hat sich vorbeigeschoben an Linus, ist jetzt auf Platz 2. So, Lord Dennis in Sektor 1, 2 Zehntel schneller aktuell. So, Marco, Sektor 1, Purple. Und auch Sektor 2 Purple. Cryptix, vielen lieben Dank für dein Follow und viel Glück fürs Rennen. So, Marco schiebt sich auf Platz 9 mit einer 1:53.579. So, Lord Dennis wieder in Sektor 1, ein Zehntel schneller, allerdings Runde ungültig, okay.
So, Miguel auf jeden Fall gut unterwegs in Sektor 2. Zeit gut gemacht. Mal schauen, ob er sie in Sektor 3 mitnehmen kann. So, die Zeit bleibt stehen bei 1:52.612, somit Platz 3. Marco mittlerweile auf Platz 5 vorgefahren. So, das Qualifying ist hiermit offiziell beendet. Alle, die jetzt natürlich noch auf ihrer Hotlap sind, können die auch noch zu Ende fahren. Sektor 2 war Lord Dennis jetzt knapp 5 Zehntel schneller. So, was? Oh, oh, was? 1:53.006, somit Platz 6 für Lord Dennis. Jetzt weiß ich gar nicht, Miguel ist ja noch auf einer schnellen Runde unterwegs. Was macht AZ? Oh, Axel, Sektor 3, auch schnell unterwegs. Hat seine Zeit nochmal um 3 Zehntel verbessert, 1:52.208. Null. Ja, AZ auch 4 Zehntel schneller in Sektor 2. Vier Zehntel wäre locker Platz 2. Oh, Platz 1. Wahnsinn. 1:52.206 schiebt sich somit vor Axel, vor Linus. Miguel auf der 4. Marco bleibt auf der 5. Dann auf der 6 haben wir Lord Dennis auf der 7. Booty, Leclerc auf der 8. Marvin auf der 9. Olaf auf der 10. Michel auf der 11. Dreamsy auf der 12. Und Cryptix, der leider eine Quali-Sperre hatte, somit auf Platz 13. So, wir haben es. 20:55. Gut, dann begebe ich mich auch mal ganz kurz. Pause. Ja.
So, da sind wir auch schon wieder. So, die Fahrer rollen auf ihre Startposition. Dann kann es jetzt auch gleich losgehen, sobald der letzte Fahrer steht. Alles klar, es spinnt schon wieder hier durch. So, Ampel ist an. Geht jetzt aus und Start. So, ey, sie kommt gut weg. Setzt sich auf jeden Fall vor Axel wieder vor. So, wie wir sehen, sehen wir keinen Crash. Sehr schön, alle rumgekommen. Ey, sie bleibt vorne vor Linus und Axel. Marco einen Platz gewonnen, ist jetzt auf Platz 4. Miguel dahinter, Lord Dennis Platz behalten, ist jetzt auf der 6. Und da beide Red Bull. Leclerc auf der 8, Olaf auf der 7. Olaf übrigens Gewinner mit Cryptix zusammen, beide drei Startplätze gewonnen. Oh, da kommt es Olaf relativ weit draußen. Jetzt geht Leclerc auch vorbei dadurch. Oh, Marvin drei Plätze verloren, Michel auch zwei Plätze. Und da hat sich ein Booty gedreht. Oh, wie ärgerlich. So, aber er kann weiterfahren. Vorne AC nach wie vor, schon fast eine Sekunde Vorsprung. Und auch Olaf hat sich gedreht. So, aber Olaf geht gleich wieder hier vorbei an Cryptix. So, dann machen wir jetzt mal Positionsänderungen weg. So, interessante Reifenwahl haben wir bei Michel mit hart auf, der ist auf harten Reifen raus. Leclerc, Dreamzy, Marvin und Booty auf den Mediums. So, und hier der Angriff jetzt von Cryptix gegen Olaf. Gehen beide in die Kurve rein. Cryptix kommt ein bisschen weiter raus, bleibt aber dann dennoch vor ihm.
So, Marvin auf der 11, Michel auf der 12, Booty auf der 13. So. So, neue schnellste Runde von AZ 1:45.739. So, Marco wieder einen Platz verloren, ist auf der 5, aber relativ dicht hinter dem Red Bull. Und jetzt hinten wieder Cryptix gegen Leclerc. Sehr schönes Überholmanöver, gerade noch so gesehen. So, und hier Marvin gegen Michel. Ne, gar nicht, gegen Dreamzy, Entschuldigung. Und Dreamzy vorbei an Marvin. Beziehungsweise ist vorne geblieben. So, und hier geht Marvin jetzt an Dreamzy vorbei. Aber Dreamzy dicht daneben noch. Sehr schönes Duell zwischen den beiden und Michel wartet nur auf eine Chance. So, Marvin vorbei an Dreamzy und auch Michel geht vorbei. Und Michel hat Bock. Michel geht auch gleich noch an Marvin vorbei. So, schnellste Rennrunde von Cryptix 1:45. Vorne hält sich der Abstand zwischen AC und Linus 0,6, 0,8. Es schwankt hin und her. So, Olaf geht hier an Leclerc vorbei. Medium gegen Soft. Olaf sehr weit außen. So, im Moment ist es relativ interessant hier hinten. Vorne Lord Dennis 0,3. Und auch Cryptix kommt sehr nah an Lord Dennis ran hier. Au. Ja, Cryptix geht dann mal außen vorbei und kascht sich gleich beide. Wahnsinn. Sauberes Überholmanöver, schönes Überholmanöver. Damit hat keiner gerechnet, aber Lord Dennis holt sich seinen Platz 5 wieder. Hat durch das Überholen profitiert. Oh, hier Marco, der geht aber auch hier heftig vorbei. Jetzt Marco auf der 5. Jetzt ist DRS aktiv. Auch Marco hat noch DRS. Sein Glück in dem Fall.
So, Olaf, Zeitstrafe und Axel ist ausgeschieden. Ah, wie ärgerlich. Amina, vielen lieben Dank für deinen Lurk. Oh, sehr, sehr ärgerlich. So, Safety Car. So, Safety Car ist aktuell noch draußen. Axel leider ausgeschieden. Die ersten Boxenstops haben die Fahrer auch hinter sich gebracht. Leclerc führt das Feld an vor Michel und vor AC. Grafen, Olaf und Lord Dennis jeweils 3 Sekunden. So, das Safety Car bleibt noch eine Runde draußen. So, hier liegt Leclerc, muss hier aufpassen, dass er das Safety Car nicht noch rammt. Ja, kann ich machen, kein Problem. Ja, bei uns weiter, ich schick's dir gleich. Ich muss aber selber auf Nummer sicher gehen, dass ich dir die falsche gebe. Das ist nämlich gar nicht schwierig, ich darf selber reden. Aber kriegst du gleich. Oh ja, ich brauche ja nur gucken. Ich habe ja eine E-Mail bekommen. So, noch ist das Safety Car draußen.
Instant. Oh ja, ist immer unterschiedlich. Jetzt geht's rein. Also zwei, jetzt knapp, glaube ich, zwei Runden draußen. Melody, Servus, gibt nichts Schöneres als einen turbulenten Neustart nach Safety-Car-Phase. Das ist wohl wahr. So, der liebe Leclerc gibt die Geschwindigkeit an. Er lässt das Safety-Car hier passieren. Jetzt mal, das Safety-Car ist schon fast wieder in der Box. So, natürlich darf er jetzt nicht zu viel Gas geben, nicht, dass es ihn aus der Schikane jetzt selber noch raushaut hier. So, Abstartziel darf überholt werden. So, Leclerc macht das gut, hat viel Abstand. So, Marco ne neben Marvin. So, Guti verliert Platz 11 an Olaf, wenn ich das richtig gesehen habe. Der Stress hat mir heute noch gefehlt. Ja, wie gesagt, ich hatte auch Stress mit dem Code. Der erste war nämlich abgelaufen. Also das war so eine Gutscheinkarte. Ja. Oder eine Guthabenkarte. Aber da sind sie Gott sei Dank schnell. Das ist immer schön. So, aber ein Leclerc und auch ein Michel müssen natürlich in die Box rein. Sind unterwegs beide auf. Huch, ich glaube, auf den harten Reifen. Nee, gar nicht. Leclerc auf Mediums, Michel auf hart. Somit wird AC auf jeden Fall dann wieder Erster sein. So, hinten Olaf 0,2 hinter Dreamsy. Ah, vorne AC holt auf Michel. 0,15, 0,13, 1,34. So, jetzt aber hier der Angriff von Olaf. Und vorne sehen wir Lord Dennis gegen Marvin noch, der sich hier auch behauptet. Oh, was ist? AC gegen Linus. AC bleibt vorne. So, noch ist DRS deaktiviert. Oh, Cryptix, wo kommt der denn auf einmal her? Ist vorbei an Marco, wieder an der berühmten Stelle, wo Cryptix die ganze Zeit schon überholt. Sektor 1, Sektor 2, gelbe Flagge. Da steht ein, ich glaube, das ist ein Booty gewesen. Jo. Schade. Aber er kann weiterfahren. So, jetzt kommen hier die Zeitstrafen. Marco, 3 Sekunden. Und auch Linus, da mittlerweile 3 Sekunden.
So, wo passiert hier im Moment was? Miguel gegen Marco. So, ab jetzt ist DRS wieder verfügbar. So, Marco hier auf jeden Fall schnell unterwegs gewesen bisher. DRS-Zone fängt, glaube ich, erst hier oben an. Genau. So, Miguel hat natürlich auch DRS. Oh. Ja, Miguel hier vorbei an Marco. So, jetzt Cryptix gegen Linus. Oh, yes. Da wollte Cryptix ein bisschen zu viel. So, Miguel an Cryptix vorbei. Cryptix aber noch dicht neben ihm. Dieser Cryptix gefällt mir heute sehr gut hier. Von Platz 13 gestartet und fightet sich hier richtig schön nach vorne. Gut, eben das letzte war gewagt. Gut, dass da nicht mehr passiert ist. So, vorne nach wie vor Leclerc. 1,9 Sekunden Vorsprung vor AZ. So, jetzt auch DRS für Linus. Und Linus geht vorbei an Michel. Somit wieder Platz 3 für Linus. So, Cryptix im DRS-Fenster. Michel müsste eigentlich auch drin sein. Jetzt weiß ich gar nicht. Ja, 0,8. Wahnsinn, ja. Ärgerlich. Jetzt ist die Frage, kam es hier zur Berührung? Ich weiß es nicht genau. Und ach, Wahnsinn, was war das denn? Das ist doch
So, auf jeden Fall kam es jetzt definitiv nochmal zur Berührung zwischen Cryptix und Marco. Das war wohl der Frontflügel, der jetzt bei Cryptix verloren gegangen ist. Das haut ihn natürlich jetzt ein ganzes Stück zurück. Und Safety Car Phase. ja, bei uns ist manchmal so. Ja, wie gesagt, ja, musst mal gucken wegen deinem Link, weil komischerweise, obwohl mich hat es halt auf dein Profil draufgeschmissen. Ist halt auch nicht das erste Mal, dass ich was bei dir kaufe. Gerade, ne? Ja gut, ich muss aber dazu sagen, also sonst waren es halt auch kleinere Beträge. Heute war es halt mal etwas größere. Ist halt auf jeden Fall ärgerlich, wenn das nicht ankommt. Ich weiß halt auch gar nicht, wo man rauskommt, wenn man bei mir auf den Link klickt. Ob man dann in die ganz normale Suchleiste kommt oder ob man da auch auf mein Profil kommt. Aber es spielt ja im Endeffekt keine Rolle. Ah, der Name ist ja einmal hinterlegt. Okay. Ja, wie gesagt, ich sehe halt bei dir, wenn ich draufklicke, komme ich auf deine Profilübersicht im Endeffekt, ne? Weil ja, wie gesagt, das spielt eigentlich keine Rolle, meiner Meinung Kann aber natürlich auch sein, weil wir als befreundet sind bei Instant Gaming. Vielleicht, dass ich deswegen deine Profilübersicht sehe. Aber naja, egal.
Wollen wir hoffen, dass du das gelöst bekommst, das Problem. Ja, ich hab das ja, hab ja auch genau denselben Link drin bei mir. Weiß es nicht, was. Wie schon wieder Safety Car. Ja, sag mal, kannst du ja mal den Clip angucken. Das war die Safety, das ist die Schuld von dem Safety, dass es Safety Car draußen ist. Also keine Schuldzuweisung jetzt. Ich würde jetzt einfach sagen, dass der McLaren zu schnell rübergezogen ist. Auf jeden Fall habe ich eben noch schnell gesehen im Discord, dass sich der Fahrer, wo der McLaren abgeschossen wurde, beziehungsweise sich der McLaren abgeschossen hat, wie auch immer, auf trotzdem entschuldigt hat. Oh, das ist so widerlich hier in dieser Onboard-Perspektive, wenn die ihre Drehzahlen hochschrauben. Oh, hier dritter Gang. Oh. So, 7 Runden noch zu fahren. Richtig, das ist Racing. Würde ich halt jetzt aber einfach als ganz normalen Rennunfall sehen, ne? Ja, ist das nicht. So, wir sind gespannt. Safety Car geht. Oh, Entschuldigung. In dieser Runde wieder rein. AC wieder auf Platz 1. Vor Lord Dennis, vor Leclerc. Beide Aston Martin aktuell auf Treppchenplatzierung. Guti auf der 4. Miguel auf der 5. Linus auf der 6. Marco auf der 7. Mit Sharona freuen. Michel auf der 8. Auf der 9. Olaf auf der 10. Cryptix. Und Dreamsy auf der 11. Cryptix, der hier ein wirklich gutes Rennen auf abgibt. So, ab jetzt. Oh, schwere Kollision von Marco gegen Linus. So, AC. Kommt auch relativ gut weg, sollte somit die erste Kurve für sich entscheiden können. Grüße, Fratzen, Klatschen, Servus. So, Leclerc direkt hinter Lord Dennis. Kann er hier pushen? Oh, hoffentlich schießen sich die zwei Teamkollegen nicht selber ab. Das wäre jetzt verdammt ärgerlich. Nein, Lord Dennis steckt hier zurück. So, Linus vorbei an Buti. Miguel auf der 6, Marco noch auf der 7, Michel auf der 8, Cryptix auf der 9, Olaf auf der 10, Dreamsy auf der 11. Cryptix schon wieder auf der 9. Der war eben noch auf der 11. Okay, Cryptix, der hier, oh, wirklich ein sauberes, gutes Rennen abliefert. Gefällt mir heute wirklich sehr. Wobei, meiner Meinung nach, aber es ist halt nur meine Meinung, also nicht für böse nehmen diese Meinung, er hat doch zwischendurch ein bisschen hart agiert, aber es kann auch einfach täuschen. So, Leclerc, oh, Leclerc ist schnell unterwegs hier. Geht hier vorbei an AC. Wahnsinn.
Auch die Aston Martins gefallen mir heute hier. So, Marco direkt an Booty dran. Oh, da kommt Cryptix. Oh, 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 oh. Shit, das, ja doch, ich guck's mir aus der Perspektive von hinten an. Die fighten hier auch sehr schön. Ratze, wie geht es dir? Alter, was haben sie hier dem Alpha Tauri in den Tank gemacht, ey? Dass der so abgeht heute hier. Oh, Marco leider auf Platz 9 aktuell. Ja, ich würde sagen, einfach ein Top-Setup heute für Fratze, genau. Nur Cryptix. Oh Mann. I'm sorry. So, und hier geht Linus vorbei an AC. Gut, AC natürlich auf den harten, Linus die Softs und auch natürlich Leclerc auf Softs unterwegs. Schnellste Runde 1:44.501 von Linus. So, Marco gegen Michel. Oh. Hier Michel auch ein ganz kleines Stück zu früh zugemacht. Ist aber Gott sei Dank weiter nichts passiert. So, DRS aktiv. Michel natürlich auch DRS. Booty DRS. Cryptix kein DRS. Ja, Cryptix mittlerweile wieder auf der 6. Sektor 2, gelbe Flagge, da steht ein, stand ein Olaf, ja. Oh, schade, ich sehe. Schade, ich sehe die Front nicht von Olaf, so wie es aussieht, hat er einen Frontflügel verloren. So, neue Runde, schnellste Runde von Linus 1:44.304. Jetzt auch Miguel an AC dran. Auch auf Softs unterwegs. Natürlich hat AC da mit den Harten nicht wirklich eine Chance, dass er gegenhalten kann. Ja, und noch vor der DRS-Zone geht Miguel an AC vorbei. So, hinten Michel an Booty vorbei. Marco leider nur auf Platz 9 aktuell. So, Leclerc und Linus, beide auf Softs. Wird da noch was passieren? Kommt da noch ein Angriff zwischen den beiden?
Sorry, ich war ganz kurz abgelenkt. Oh, und da vorne, Lord Dennis gegen Cryptix. Cryptix geht vorbei. Das sind richtige Witzpillen von Instant Gaming. Okay. Oh, weil das klingt nicht so toll. Leon ist gut, kann ich auch selber machen. Ich bin ja clever. So, Sektor 3, gelbe Flak. Und da steht wieder ein blauer. Das ist doch ist wie Olaf. Jawohl. Ja, AZ hat hier auch den dritten Platz verloren. Warum ich mein. Ah, genau. Dankeschön, Leon. Also, dieser TikTok-Link zeigt unser nächstes Projekt, was bald ansteht, bezüglich in ETS 2. Also mittlerweile ist Hocken schon. Ja, das Zocken zu sowieso eine Leidenschaft davon ab, aber wir tun auch mittlerweile sehr, sehr viel Gutes dafür. Und darauf kann man auch nur stolz sein. So, vorletzte Runde. Leclerc auf Platz 2, Linus auf der 1. Okay, Linus ist vorbeigegangen an Leclerc. Leider habe ich nicht mitbekommen. Es tut mich leid. Natürlich tut es mir leid und nicht mich. Das, ne, alles gut. Ja, Marco sich auch nochmal einen frischen Satz Reifen geholt gehabt. Dadurch natürlich jetzt Platz 10. Olaf auf der 11. 15 Sekunden hinter Marco. Na, kann Leclerc Linus das Leben nochmal schwer machen? Bin gespannt. Geht er nochmal aufs Ganze? Probiert er nochmal anzugreifen? Ach du Schande, Linus hat 8 Sekunden. Ach ja, moin. Also Linus wird definitiv nicht Erster werden. Mit 8 Sekunden Strafe. Oh. Leclerc 3 Sekunden, Miguel 3 Sekunden. AC macht auch einige Plätze gut. Na gut, einige nicht, aber zwei Plätze auf jeden Fall, so wie das aussieht. Genauso Booty macht auch einen Platz gut. Ja, sehr schade auf jeden Fall. In dem Fall für Linus, der natürlich mit seiner 8 Sekunden Zeitstrafe nicht auf Platz 1 bleiben wird. Aber natürlich trotzdem sich Platz 1 gut erkämpft. Habe ich jetzt richtig gesehen? Hat er nochmal 5 Sekunden Zeitstrafe oben drauf gekriegt? So, herzlichen Glückwunsch an Platz 1 für Leclerc. AC Platz 2, Miguel auf der 3, Linus auf der 4,
Booty auf der 5, Michel auf der 6, Cryptix 7, Lord Dreamsy auf der 8, Lord Dennis 9. Marco wird hier leider nur 10. werden. Und Olli Olaf somit Platz 11. So, meine Lieben, dann danke ich euch auf jeden Fall fürs Einschalten. Wir sind hier am Ende angekommen. Ich raide euch nochmal rüber zur Racing League eSport auf den Hauptkanal, wo ihr jetzt die Zieleinfahrt gleich noch sehen könnt von Liga 2. Ich wünsche euch einen restlichen schönen Sonntag und natürlich einen schönen Montag, also sprich einen schönen Start in die neue Woche. Wir hören uns. Gutes Nächte. Ciao, ciao.